Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Diablo 4. Ich stehe hier vor der verlassenen Kapelle. Ich soll sie betreten und da drin mit Lorav sprechen. In der letzten Episode haben wir von Elias das verstohlene Auge gefunden und entwendet, nachdem ich ihn 4-mal besiegt habe. Und ich befürchte, der ist immer noch nicht tot. Gehe ich mal hier rein. Okay, sehr gut. Die Talissa ist noch da. Ich habe Neuigkeiten über Elias. Habe ich das? Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da die Wanderin. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an ihren Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. In seinem Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Lorav, es tut mir leid, dass wir Meshiv nicht retten konnten. Er hat Besseres verdient. Ja. Verdammt, ich bin daran schuld. Im Gegensatz zu Elias glaubt die Kathedrale, dass die Prophezeiung von Inarius spricht. Natürlich. Ihr gesamter Glaube hängt daran. Inarius ist der Speer, der das Herz des Hasses durchschlagen wird. Die Ritter der Reue sind die erstarkten Schwachen. Prava ist die Mutter, die ein neues Zeitalter aus der Asche formen wird. Sie haben einen Weg gefunden, jeden Teil auf sich zu beziehen. Wie ist Elias in den Besitz des verborgenen Auges gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Soweit ich weiß, stand es unter dem Schutz des alten Jägerinnenordens, den Schwestern des verborgenen Auges. Gerüchten zufolge soll die Zeit nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sein. Sie mussten schon einiges Elend ertragen, doch sie haben immer weitergemacht. Ausgeharrt. Solange auch nur eine übrig bleibt, lebt auch der Orden mit seinen Traditionen. Okay. Ich hatte ja gehofft, wir können den Lorav irgendwie darauf ansprechen, dass der Meshiv ihn ständig Deckard Cain genannt hat. Tja, vielleicht später noch. Thaisa, fühlt ihr euch besser? Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Und ist sie bereits dort? Wir brauchen Antworten. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Ja, Fragen über Fragen. Und ich möchte auch unbedingt die Antworten hören. Dann schauen wir mal durch das Auge. Doch uns bleibt keine Wahl.
Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Die Essenz meines Vaters formt sich neu. Woher wisst ihr das? Ich spüre es, als würden sich tausende alte Wunden öffnen. Er ist noch schwach, verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Saugt seine Kraft in euch auf. Die anderen Fürsten werden. Was ist passiert? Sie sah mich. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet? Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Er wird in Kiowaschat Rat gesucht haben. Zurück zu Donan. Okay. Ich frag mich, was er vorhat. Thaisa, was wisst ihr über Andariel? Mehr als mir lieb ist. Ihr Schmerz ist vorzeitlich. Unaussprechlich. Sie war einst Teil von etwas Größerem. Sie will nicht, dass ich darüber nachdenke. Lorath, könnte es Sanctuario helfen, wenn Lilith Mephisto in sich aufnimmt? Es wäre ein herber Schlag gegen die Hölle, so viel ist sicher. Aber wäre das wirklich zu unserem Vorteil, wie sie behauptet? All ihr Handeln ist von Hass getrieben. Das liegt in ihrer Natur und das wird sie nie ändern können. Ja, sie hasst aber eigentlich nur die Dämonen und die Engel. Denn die beiden waren es, die ihre Kinder umbringen wollten. Ihr sagt also, ihre Pläne würden über den Schutz der Menschheit hinausgehen? Ich sage, dass man das unmöglich wissen kann. Sie kann in unsere Herzen sehen und sagen, was wir hören wollen. Ihr habt das bei Donan, Elias und den anderen gesehen. Ihr zu vertrauen würde bedeuten, das Schicksal der Menschheit aufs Spiel zu setzen. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Verständlich. Was habt ihr in dem Brief geschrieben? Der Beginn eines Plans, um Lilith aufzuhalten. Eines ist sicher, wir brauchen einen Seelenstein. Und das heißt, wir brauchen Donan. Wenn ihr den Brief überbringt, wird er es verstehen. Oh. Der Seelenstein, den er seinem Sohn aus dem Kopf gezogen hat. Ich bin mir nicht sicher. Soweit ich weiß, stand es unter dem Schutz des Alten. Gut, dann auf zu Donan. Wir brauchen den Stein. So, er ist in Kiowaschat. Ich hoffe, nicht betrunken.
Und er ist da oben, okay. Nach allem. Einfach übergangen. Donen, was denn los? Ich habe einen Brief für euch, Donen. Ich hoffe zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Das ist von Lorat. Wunderbar. Lilith. In die Hölle. Was? Ist das sein Ernst? Was steht da? Er hat es euch nicht gesagt? Nein, natürlich nicht. Das würde ein gewisses Maß an Rücksicht erfordern. Er ist in unserer Geheimschrift verfasst. Er hat einen Plan geschickt, falls man das so nennen kann. Er will Lilith mit meinem Seelenstein einsperren, der, in dem auch Astaroth gefangen war. Kann das funktionieren? Auf keinen Fall. Der Stein muss zuerst eingestimmt werden. Und dafür benötigt man einen Experten. Lorat hält euch für diesen Experten. Dann ist er noch ein größerer Narr, als ich dachte. Geht zum horadrischen Gewölbe, ja? Ich suche euch zusammen, was er braucht. Ihr könnt es überbringen. Und dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Der Donen ist nicht gut, auf den Lorat zu sprechen. Seid ihr gekommen, um Inarius zu sehen? Als ob es etwas gebracht hätte. Nach Skosglen hoffte ich, er hätte etwas für mich. Vergebung, Führung, irgendetwas. Er sprach von der Prophezeiung, von seiner Kampagne gegen Lilith. Ich bot meine Hilfe an, aber er sagte nur, was nützt einem General ein gebrochener Soldat? Ich muss halt ehrlich sagen, in dem Zustand ist auch keine große Hilfe. Stand in dem Brief etwas, das euch erzürnt hat? Es geht nicht darum, was darin stand, sondern was nicht darin stand. Er hatte nicht einmal den Anstand zu erwähnen. Ach, ist jetzt auch egal. Ja, er ist vom Berg herabgestiegen, doch er ist immer noch derselbe Mann, der er vor dem Aufstieg war. Okay. Gläubige Büßer, eine Prophezeiung wurde mir offenbart, die von einer glorreichen Zukunft spricht. Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel und der Weg zur Hölle wurde entzweigerissen. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses. Und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ihr alle habt Gerüchte über die Dämonin Lilith gehört, die Tochter des Hasses. Es ist mein Speer, der ihr Herz durchbohren wird. Wir werden die Ketten abwerfen, die uns an diese Welt fesseln. Und auf meinen Flügeln werde ich uns alle in den Himmel heben. Ich glaube ihm nicht, dass er das tun würde. Mutter Oberin Prava. Ihr sagtet, Vigo befände sich in guten Händen. Er ist tot. Dann ist seine Buße vollendet. Ich wusste, dass er den Mut dazu hat. Das ist, was er wollte. Jetzt ist er geläutert, frei von seinen Sünden. Na prima. Inarius hat Ratma getötet, seinen eigenen Sohn. Wer seid ihr, dass ihr über seinen göttlichen Willen urteilt?
Mord ist eine Sünde, die von Menschen begangen wird, nicht von demjenigen, der die Welt erschaffen und eurem Volk Leben eingehaucht hat. Welch harte Worte. Gläubige Büßer. Gut, der wiederholt sich. Verzeihung wurde mir offenbart. Mal schnell weg hier. Gut, ich muss hier runter. Betrete das horatrische Gewölbe im Mistralwald. Dann mache ich das mal. Den Mistralwald kenne ich ja. Da habe ich das Ziel erreicht. Da ist er doch. Ist hier noch mehr? Eine Kiste, die ich nicht anklicken kann. Schade. Eine Vielzahl an Texten über lokale Geschichten, alte Königreiche und vergessene Religionen. Ich glaube, das hat mir damals alles gelesen. In Folge eine der ersten. Donen, habt ihr eure Sachen gefunden? Ich bin noch nicht mal hineingegangen. Wir haben einen Eindringling. Oh. So ist das nicht. Sie ist doch nur ein Kind. Ihr habt ein Kind mitgebracht? Hierher? Eigentlich hat sie mich hergebracht. Nirel. Schläft die? Die schläft. Okay. Passt mit dem Stab auf. Das ist kein Spielzeug. Wer ist er? Er hat einst in diesem Gewölbe gelebt, das ihr unerlaubt betretet. Erklärt euch! Ich studiere und erforsche die Horadrim. Zumindest was von euch übrig ist. Studieren, hm? Habt ihr einen Lehrmeister? Sagt mir nicht, dass Lorath einen neuen Lehrling hat. Ich brauche keinen Lehrer für meine Nachforschungen. Lilith. Lilith. Bedroht bereits Sanctuario. Dafür muss ich Vorkehrungen treffen. Mit oder ohne Hilfe. Ihr? Gegen Lilith? Nun, ich wollte meine Sachen holen. Ich hoffe, ihr konntet die Finger von ihnen lassen. Okay. Das war interessant. Die großen Übel mögen gebändigt sein, doch sie können niemals ausgelöscht werden. Selbst von ihrer Heimat aus, den Höllen, können sie die Welt beeinflussen und ungesehen auf ihr wandeln. Wenn sie geschwächt sind, nehmen sie die Gestalt seltsamer Tiere an. Eine einäugige Eule, eine flügellose Fledermaus oder ein verwundeter Wolf. Okay, das ist gut zu wissen. Falls ich mal auf eine flügellose Fledermaus treffe, dann weiß ich, dass es entweder Diablo oder Baal ist. Gut, das haben wir alles schon gelesen. Ich war einmal wie dieses Mädchen. Hatte mehr Träume, als ich brauchen konnte. Oh, Charkit. Chesbithilm. Der Stein muss auf Lilith ausgerichtet sein, bevor Lorath sie aufsucht. Ansonsten kann er sie nicht halten. Bevor ich aufgebrochen bin, habe ich ein paar Notizen über den Vorgang zusammengetragen.
Ein paar Notizen, okay. Oh, hier ist es doch. Das Wichtigste zuerst. Lorat braucht meine Notizen. Seelensteinmagie ist tückisch. Selbst in den fähigsten Händen. Okay. Sind die hier drüben? Seid vorsichtig. Wir haben hier drinnen einen Geist beschworen und er ist Amok gelaufen. Lorat versicherte mir, ihn gebannt zu haben, aber ich hatte immer meine Zweifel. Also doch. Ja, und nun? Warum sind wir hier drin? Bringt ihn zu seinem Schreibtisch. Ich bin verwirrt. Da hinten. Die verdammten Spinnen finden immer einen Weg hinein. Lilith kommt aus dem Reich ihres Vaters. Hass. Das ist die Essenz, die Lorat für die Ausrichtung benötigt. Ich habe irgendwo eine Karte. Ah, hier. An all diesen Orten lebt noch Mephistos Hass. Nur noch eine Sache. Bringt ihn zu seinem Schreibtisch. Schon wieder. Ich kann leider mit diesem Amulett nicht interagieren. Dieses schlichte Schmuckstück wurde mit Sorgfalt hergestellt. Also ihr seht unten, ich drücke auf A und da steht auch interagieren, aber irgendwie passiert hier nichts. Schade. Ist das euer horatrisches Amulett auf dem Tisch? Ja, ich wette, Lora trägt seines noch. Die Mission des Ordens war sein Lebensinhalt. Ich konnte mein Leben nicht dafür aufgeben. Nicht wie er. Ich wollte ein Mann sein. Ich bin gegangen, um Familie, Gemeinschaft und Ruhm zu finden. Und wozu? Ihr habt gesehen, wie das geendet ist. Mein Sohn. Ich kann das nicht. Es würde ohnehin nicht klappen. Donan. Ihr versteht nicht. Die Beschaffenheit der Seelensteine, sie sind so alt wie der ewige Konflikt selbst. Solch uralte Magie erfordert Glauben. Ich habe keinen. Was euch an Glauben fehlt, gleichen eure Verbündeten aus. Wer? Ihr? Ja, ihr seid der Einzige, der uns helfen kann. Leider habt ihr womöglich recht. Ich kann nichts versprechen.
Wirklich. Aber ich kann es versuchen. Für euch beide. Hören wir uns an, was der alte Mann zu sagen hat. Okay. Kehrt ins Arbeitszimmer zurück. Nirel, wie ist es euch ergangen? Das hier ist eine wahre Schatzkammer. Seht euch dieses Meisterwerk an. Kalhas hinter dem Schleier des südlichen Dschungels. Ihr seid mit Kalhas Arbeit vertraut? Sie ist brillant. Ich bewundere ihre Werke. Ich auch. Habt ihr ihre Abhandlungen gelesen? Moment, erzählt es mir unterwegs. Unterwegs? Ich werde euch helfen. Ich kenne die Sitten der Horadrim, eure Magie, sogar die Chiffre, die ihr nutzt. Und sagt mir nicht, dass es zu gefährlich ist. Lilith hat mir meine Mutter genommen. Ich werde alles tun, um sie aufzuhalten. Eine gute Rede. Könnte sogar den Mann überzeugen, dem ihr sie vortragen solltet. Kommt mit, ich gehe zu ihm. Aber ihr seid ein Horadrim. Ist das nicht euer Gewölbe? Das war es einmal. Ich schätze, wir werden sehen, wie es jetzt steht. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Der Donan, der seinen Sohn verloren hat, und die Nirel, die ihre Mutter verloren hat. Habt ihr im Gewölbe gefunden, was ihr gesucht habt? Ich habe nur an der Oberfläche gekratzt, aber das muss reichen. Durch Lesen alleine hält man Lilith nicht auf. Okay. Und Donan, werdet ihr das Gewölbe erneut versiegeln? Nein, ich denke nicht. Wenn wir scheitern, wen würde es kümmern, ob all diese Geheimnisse vergraben bleiben? Wie viele Menschen haben seinerseits hier gelebt? Wir drei Horadrim. Elias, Lorat, ich und ein Engel, Tyrael. Ein Engel? Wie Inarius? Glücklicherweise ganz anders als er. Tyrael ist vor Elias aufgebrochen. Ich weiß nicht, was ihn fortzog. Doch ich konnte sehen, dass er Angst hatte. Nach seiner Abreise trennten sich unsere Wege. Den Tyrael kennen wir doch aus Diablo 3. Das heißt, nach den Geschehnissen von Diablo 3 ist er hier untergekommen. Interessant. Was ist der Seelenstein? Es ist ein Fluch, die Bürde der Horadrim. Aber auch unsere stärkste Waffe. Es gibt nichts Vergleichbares. Die ersten Horadrim haben einen Satz Seelensteine verwendet, um Diablo, Mephisto und Baal zu fesseln. Aber solche Macht hat ihren Preis. Was ist der Preis? Ein Seelenstein muss stets bewacht werden. Er verschlingt eure Tage, eure Träume. Ihr werdet ebenso zu einer Gefangenen wie der Dämon in dem Stein. Und trotz eurer Mühen findet das Böse letztendlich einen Weg, sich zu befreien. Dennoch kenne ich keine bessere Art, um einen Dämon zu bändigen. Ich wünschte, es wäre anders. Okay. Trefft eure Verbündeten in der verlassenen Kapelle. Das heißt, einmal zurück. Darüber. Das Ganze machen wir aber erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da.
Und wenn ihr mehr von Diablo 4 in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.